Nanu, was ist denn hier passiert? Das sieht ja mal nicht besonders gut aus. Ich begrüße euch zu einer kleinen Mod-Vorstellung hier im TSW 2. Ich stelle euch eine Mod vor vom lieben Fabian, aka Fubian, aus dem Trainsim Community Forum. Der Link in der Videobeschreibung zu der Mod. Für die Konsole funktioniert das nicht. Das sei schon mal direkt zu Beginn gesagt. Wir stehen hier in München. München Hauptbahnhof. Da vorne sehen wir einen ICE. Den habe ich mir mal hier ins Spiel geladen. Wir sind ganz normal im Fahrplan drin. Das ist kein Szenario oder so ähnlich. Und ja, hier ist der Unfall bzw. die Entgleisung von Alex vom 26.07.2022 nachgestellt. Das Ganze funktioniert ungefähr so. Das ist mehr oder weniger so, als wenn man irgendwo ein Asset hineinladen würde. Also nach der gleichen Logik funktioniert das. So sind die Wagen hier platziert. Wir haben hier einmal diesen Alex, den Intercity-Wagen, das Repaint dafür. Und hier vorne noch ein Dosto in Alex-Lackierung. Das ist, glaube ich, der Dosto aus Hamburg-Lübeck. Das ist der Intercity-Wagen aus vom BR101 DLC. Das sieht aber schön aus, oder? Und genau, da hat eben der Fabian entsprechend das Ganze hier so, wie auch immer er das gemacht hat, weiß ich nicht. Vermutlich mit dem Unofficial Editor hat er halt die Wagen hier reingeladen und so wurde halt dieser Unfall nachgestellt. Der Unfall ist wohl so passiert, da sind keine Personen verunglückt, deshalb finde ich es auch vollkommen okay, das hier einfach mal zu zeigen. Weil, ne, wenn jetzt Personen dabei verunglückt wären, das dann irgendwie nachzustellen, das fände ich persönlich moralisch schwierig. Aber bei diesem Unfall ist tatsächlich niemand verletzt worden. Es ging nämlich um eine Rangierfahrt in Richtung Hauptbahnhof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Ganze ist eben am 26.07. hoch, am 26.07. passiert. Also erst vor recht kurzer Zeit. Und anscheinend hat da wohl der Rangierbegleiter irgendein haltzeigendes Signal überfahren bzw. übersehen, sodass der Lokführer das entsprechende Signal überfahren hat, ist dann über eine Gleissperre drüber gefahren und dementsprechend ist dann der Zug, ja, der ist halt eben entgleist. Also sowas passiert nochmal. Sowas gehört halt auch einfach zum Eisenbahnalltag mit dazu. Es kommt zwar nicht besonders oft vor. Gerade so eine Entgleisung ist halt recht selten, glücklicherweise. Aber sowas passiert nun mal eben auch. Aber Unfälle in der bei der Eisenbahn passieren natürlich deutlich, deutlich seltener als zum Beispiel im Autoverkehr. Und wie gesagt, hier ist niemand zu Schaden gekommen. Dementsprechend finde ich es auch nicht problematisch, nicht weiter moralisch verwerflich, sowas auch hier einfach darzustellen. Insofern, ja, fliegt schon die ganze Zeit drumherum. Man muss halt mit der freien Kamera hier rumfliegen, damit das auch funktioniert. Wir können auch interessanterweise eben, weil es mehr oder weniger so eine Art Asset ist, können wir dann hier auch reinfliegen mit der Kamera. Hier haben wir auch übrigens Tür unbenutzbar. Das ist dann auch von der Mod, dieses Schild. Wir fliegen mal trotzdem einfach rein. Ich glaube, interagieren können wir nicht. Nein, genau. Und ja, so sieht es halt aus, ne? Wenn man entgleist und der Zug entsprechend. Oh, können wir ins WC reinfliegen? Ah, verdammt, hier ist immer noch eine Wand davor. Schade. Ich hätte mich sehr dafür interessiert, ob oder was hier drin ist. Aber wir können in die Wagen reinfliegen. Ja, sind natürlich die ganz normalen Intercity-Wagen vom Innenraum her. Da hat das Repaint nichts dran verändert. Aber ich habe ja schon mal die Alex-Wagen vorgestellt. Ist jetzt auch nichts Neues. Auch hier Tür unbenutzbar. Door not in use, Port inutilisable, Porta non utilisabile. Beklebezettel SA5L4A-100 gelb 11.03. Klar. Dachte ich mir auch. Auch hier, na, können auch wieder hier rausfliegen. Gleiches Spiel im Dosto, auch in den können wir hinein nicht hineinfliegen. Interessant. Können wir dafür mit der Tür interagieren? Auch nicht. Können wir vielleicht so hinein? Ah, interessant. Also wir können nicht durch den Wagen durch, aber wir können interessanterweise durch die Tür durchfliegen. Was es nicht alles so gibt, ne? Also es ist wie gesagt der ganz normale Dosto. Wir können auch hier nicht durchfliegen. Interessant.
Interessant, interessant. Können wir hier hochfliegen? Ach, da vorne 146, die gerade einfährt. Ja, guck mal, das funktioniert. Und hier können wir nicht raus. Dann wieder durch die Tür zurück. Zack. Einmal rausgebeamt, einmal nochmal von außen angeguckt. Ja, viel mehr soll das auch gar nicht sein. Ich wollte euch hier nur die Mod einmal vorstellen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also immer wieder interessant zu sehen, was so die Modderinnen und Modder so drauf haben. Wie sehr sich das Spiel doch dann verändern kann, wenn entsprechende Mods mit im Spiel sind. Ich glaube, die kann man auch, die Wagen kann man auch einfach hier drin lassen. Die sind halt ganz normal im Fahrplan drin. Ich glaube, weil halt eben momentan diese Gleise sonst auch nicht von der KI benutzt werden, macht das in diesem Sinne gar keinen Unterschied. Und selbst wenn sie benutzt werden würden, würden vermutlich die Züge hier einfach durchfahren, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass das zu weiteren Problemen führen würde. Das ist jetzt aber auch nur wirklich, ja, nur eine Vermutung. Mehr ist das auch nicht. Und ja, das war's dann auch wieder. Ich wollte die Mod einmal ganz kurz vorstellen. Das, glaube ich, habe ich geschafft. Insofern, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.